Dieser Mann hier vor uns, Melendo, hat den Kaiser wirklich schwer enttäuscht. Er war der langjährige Hofarzt und ein höchst fähiger Mann, den wir damals auf dem Feldzug in Nordafrika ja rekrutiert hatten, nachdem es dem König gar nicht gut ging. Er hat dann dafür gesorgt, dass dieser wieder gesundet ist und er hat ja am Anfang, glaube ich, sogar einem anderen Glauben angehört, hat dann den Glauben gewechselt, ist katholisch geworden, hat nach und nach natürlich das Vertrauen des Kaisers gewonnen. Ja, und jetzt ist alles einfach dahin. Ein Vasall des Kaisers hat dieses Geheimnis von ihm herangetragen an ihn, dass dieser sich an Leichen vergreift und das geht natürlich überhaupt gar nicht. Wir haben diesem Vasall auch vertraut, mehr als unserem Hofarzt, denn dieser Vorwurf ist in der Vergangenheit schon einmal öfter hervorgebracht worden. Nur damals haben wir das Ganze vielleicht nicht ganz so ernst genommen und jetzt war es einfach zu viel. Das heißt, wir stehen jetzt ohne Hofarzt da. Wir sind natürlich, vielleicht erinnert ihr euch noch, so ein bisschen gesegnet in dem Sinne, dass wir ja wie so eine, ich glaube, sowas wie eine Erscheinung hatten oder eine Erkenntnis und wir haben da einen gewaltigen Gesundheitsbonus, weil wir Jesus da ausgewählt haben. Wir hatten verschiedene Sachen zur Auswahl und Jesus gab halt diesen Gesundheitsbonus. Das lässt sich natürlich so interpretieren, dass unser Kaiser einen sehr starken Glauben hat und damit sehr viel Zuversicht in das Leben schaut. Und ja, Zuversicht, positive Lebenseinstellung, die sorgt natürlich auch für eine höhere Gesundheit. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir so einen Gesundheitsmalus, den wir aktuell haben oder unser Leben lang ja schon haben, weil wir Keucher sind, eigentlich negieren, ja. Und dieser Gesundheitsmalus des Keuchens gilt ja auch als winzig, aber wer dieses Let's Play verfolgt hat, das hatten wir schon einmal bei irgendeinem König gesagt und der ist dann bei irgendeinem Hustenanfall gestorben. Und dieses Schicksal wollen wir natürlich nicht erleiden und brauchen natürlich auch jetzt in unserem höheren Alter wieder einen fähigen Arzt. Und darum werden wir uns jetzt erstmal direkt kümmern. Denn vielleicht haben wir ja jemanden an unserem Hof, der dafür geeignet wäre. Melendo hatte hier einen Bildungswert oder hat noch einen Bildungswert, der ist ja aktuell im Kerker von 20, ist aber hier ein angesehener Arzt und außerdem ein Schwertmeister. Der kennt sich also hier bestimmt mit Kriegsverletzungen aus und da einen Ersatz zu finden, das dürfte schwer werden. Wir gehen hier mal auf das Hofpersonal, eure Höflinge, nee, hier Hofämter und schauen wir ein bisschen weiter runter. So, hier haben wir Hofarzt und wer könnte jetzt hier fähig sein? Ja, unsere Gattin, die Kaiserin Sophia, die hat einen hohen Bildungswert von 19, könnte das Ganze übernehmen, aber hier steht Eignung schlecht. Das sieht also nicht allzu gut aus. Das heißt, wir werden hier einfach mal schauen, dass wir einen Arzt suchen und werden mit der Suche beginnen. So, und dann können wir nur hoffen, dass da eine fähige Person bei auftaucht und das geht auch schon ganz schön ins Gold. Wir müssen uns daran erinnern, wir haben ja hier aktuell auch noch einen Krieg zu führen, nämlich hier in Burgund. Ja, und wie sieht es da überhaupt aus? 46% Kriegsstand, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und wir werden, denke ich mal, hier die Hauptstadt erobern und dann sollte das sehr schnell gehen, je nachdem, was wir für Gefangene machen. Wir gucken aber hier nochmal rein in die Liste der Sachen, die wir hier noch zu erledigen haben. Gefangene können Lösegeld bringen. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Erst wenn der Krieg wieder vorbei ist. Und dann müssen wir uns natürlich hier noch um diverse Probleme kümmern. Nämlich das Königreich der Bretagne. Ein Vertrauensbruch hier von unserem Freund König Tugdual. Da würde ich mir wünschen, dass diese ganzen Ereignisse sich hier mal mehr ausgewirkt hätten. Denn hier steht immer noch da, dass er eigentlich hier 100 Punkte Meinung von ihm haben wir. Das ist doch ein bisschen merkwürdig. Nach dem, was hier alles geschehen ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Und man kann jetzt so eine Freundschaft, glaube ich, auch gar nicht direkt auflösen oder sowas. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie hier noch weiter befreundet wären. Ja, und dann haben wir noch das Problem des Königreichs von Afrika. Auch dieser Affront hier inmitten des Kaiserreichs von Frankreich, dass sie hier diese Besitztümer hat.
Ja, jetzt aber eins nach dem anderen. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier um Burgund und um den Krieg unseres Verbündeten Aquitanien. So, dann werden wir hier mal weiter marschieren. Wer führt das Ganze hier an? Ah, Ingvar, der Kühne. Auf Bebenbür. Ah, das erinnert mich auch an eine Serie, die ich erst... bisschen her ist es schon, was ich geschaut habe. Wie hieß das denn nochmal? Erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Hat hier in England gespielt. So, der Hofarzt. Okay, zwei stellen sich vor. Ismael, das sieht so aus, als würde er potenziell hier einer anderen Religion angehören. Und da haben wir natürlich, sind wir skeptisch geworden. Selbst wenn der jetzt übertreten würde zu unserer Religion. Ich denke, als religiöser Eiferer machen wir bestimmt die Ursprungsreligion unseres ehemaligen Arztes dafür verantwortlich. Wahrscheinlich, wurde er gar nicht so richtig bekehrt und diese Gebräuche dieser fremden Kulturen, dieser anderen Religion, das hat ihn dazu verleitet, diese Leichen zu flattern. Okay, also schauen wir uns aber die Person mal genauer an. Oh Gott, der ist noch ascharitisch, ist aber hier ein höchst fähiger Mann, ein angesehener Arzt und ein Bildungswert von 14. Selbst ein religiöser Eiferer, der würde auch nicht mal die Religion hier wechseln. Und das ist ja auch noch die Religion, dieser muslimische Glaube, den wir hier versuchen ja auszumerzen in Nordafrika, in diesem Gebiet. Also das geht schon mal überhaupt nicht. Und dann haben wir hier wen noch? Katholisch-Schlesisch. Das wäre natürlich besser, aber ein Bildungswert von 10, nein, das geht überhaupt nicht. Beeindrucken kann uns hier keiner von beiden. Und das bedeutet für uns, wir werden hier mal kurz pausieren. Wir können ja jetzt nicht einfach hier ohne Arzt sein. Irgendwer muss diese Aufgaben übernehmen. Und wir sind unserer Gattin sehr nahe. Ich glaube, wir hatten hier sogar diesen Bonus dieser... dass er sehr umsorgt ist. War da nicht irgendwie sowas? War mal gewesen. Sie hat uns jedenfalls... hat sich mal sehr um uns gekümmert. Und dann kümmert sie sich jetzt noch mehr um uns, würde ich sagen. Und dann werden wir sie hier einfach mal... als Hofarzt einstellen, dann ist sie nur für uns hier zuständig. Und das machen wir einfach mal. Ja, weil die anderen sind ja auch wirklich gar nicht gut geeignet. Da wird Kaiserin Sophia unsere Hofärztin. Ich stelle mir das aber so vor, dass sie sich also wirklich nur um uns kümmert, ja, unsere Leibärztin. Die kümmert sich jetzt nicht irgendwie um die anderen Leute bei Hofe. Okay, alles klar, dann lassen wir das erstmal so. Normalerweise sollten wir hier aber, falls es wieder möglich ist, in einem Jahr können wir nochmal suchen, das aktiviert lassen, ja. Weil, ja, dass sie so standardmäßig die Hofärztin ist, das wollte ich eigentlich nicht. Aber als Notlösung geht das schon mal. So, jetzt werden wir hier die Hauptstadt belagern von Burgund, nämlich Arles. Das Ganze dauert 4 Monate. Und hier belagern wir Tier. Hier kommt es noch zu der einen oder anderen Schlacht. So, eine Woche noch für diese Belagerung hier. Okay. Und wir haben ja 21 Gold eingenommen und 70% Kriegsstand. Das geht doch hier ziemlich voran. Diese einzelnen Burgen, wo gehen wir jetzt hier voran? Diese oder diese Burg? 12er. Befestigungsstufe hier 5. Ja, dann machen wir einfach das, was hier besonders schnell geht. Und rücken einfach da ein bisschen voran. Das sollte schon gehen. Aber ansonsten müssen wir hier halt das verfolgen. Hier ist jetzt noch ein feindliches Heer. Das ist allerdings nicht sonderlich gefährlich. Ne? So, euer Nachbar Großfürst Ambrodus vom Großfürstentum von Galizia Folnia wird angegriffen von Graf Fulöp von der Grafschaft von Krakau. Sein Befreiungskrieg. Dann wollen wir mal sehen, ob uns das irgendwas hier angeht. Großfürstentum von Galizia Folien. Das ist doch bestimmt da irgendwo wieder im Osten irgendwo. Ja, hier in diesem Gebiet. Aber das ist einfach nicht wirklich von Interesse. Da kriegen wir natürlich hier immer die Meldung, weil wir hier dieses Besitztum noch haben. Das heißt, das können wir hier eigentlich wieder schließen. So, und Moment, jetzt gucken wir mal hier weiter. Oh, Burgund hat sich hier noch ein bisschen ausgebreitet, ne? Seit wann denn das? Ist mir gar nicht aufgefallen. So, und das müsste jetzt hier eigentlich auch relativ schnell gehen. Jawohl, 50 Tage. Hier schauen wir mal, ob noch irgendwas dazu kam. Ah, nicht wirklich.
Jetzt heben sich hier immer mehr Heere aus, aber die trauen sich halt auch nicht ran. Es wäre halt auch ein Selbstmordkommando, muss man sagen. Sie müssen das jetzt einfach über sich ergehen lassen. Okay. Ein Monat noch. Jetzt ein Bekannter von uns gestorben. Naja, nicht wirklich ein Bekannter. Halt jemand bei uns im Kerker. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn wir jetzt diese beiden Burgen hier fertig belagert haben, dass wir hier 100% Kriegsstand erreichen. So, wir könnten natürlich auch dieses Heer hier noch abfangen. Wir machen hier jetzt aber einfach mal weiter bei dieser weiteren Burg. Ansonsten verfolgen wir das mal hier weiter im Süden. So, und jetzt wurde hier ein Anstifter entdeckt. Es gab ja so ein Komplott bei uns am Hofe. Allerdings war das, glaube ich, nur irgendein Höfling, der da bedroht wurde. Und meine Ratsspitze ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Mein Ritter nur schmiedet Ränke gegen meinen Gast, Volk. Nur Sapti. Das ist dieser katholische, afarische Ritter von uns. Ein ehemaliger Bauernführer. Mhm. Ja, was für ein kaltherziger Unhold. Jagen wir den dann jetzt einfach davon? Ich glaube schon. Hat sie irgendein Amt inne? Weil es ist hier vielleicht nicht die wichtigste Person, gegen die er hier Ränke schmiedet. Andererseits wollen wir ja überhaupt nicht, dass da jemand irgendwie Ränke schmiedet. Von daher werden wir ihn jetzt hier einfach entlassen. Das machen wir mal. Verlässt den Hof von König Amedee dem V., verliert 20 Jahre lang 30 Meinungen von euch. Wie, Moment. König Amedee von Burgund. Der ist gar nicht bei uns, oder was? Was ist denn mit dem? Der müsste doch eigentlich hier bei uns sein. Verlässt euren Hof. Ah, und sie verlässt unseren Hof. Moment, und er, vielleicht besucht er aber auch da gerade jemanden. Na, wie dem auch sei, wir werden ihn jetzt einfach entlassen. Er soll ja nicht mehr als unser Ritter tätig sein. Darum geht es ja primär. So, ich dachte schon, die wollen hier unsere Armee herausfordern. Das wäre es noch gewesen. So, und jetzt haben wir hier die Hauptstadt belagert, beziehungsweise erfolgreich eingenommen und sind jetzt aber nur hier auf 89% Kriegsstand hochgekommen. Wir haben sogar die Königin gefangen genommen. Und trotz alledem nur bei 89% Kriegsstand. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und ein weiteres Artefakt haben wir hier erhalten. Da gucken wir doch mal rein, was das hier gewesen ist. Ich glaube, irgendeine Axt war das eben. Bestimmt das hier, oder? Neu, da steht es auch dabei. Streitaxt der cisalpinischen Kultur. Naja, halt gewöhnlich. Da werden wir jetzt nicht irgendwie aktiv werden. Das bedeutet aber für uns, wir müssen hier weiter belagern. Hilft ja nichts. Das heißt, wir dringen hier immer weiter in das Gebiet vor. Wir haben hier auch eine schlechte Versorgung mittlerweile. 34. Aber glücklicherweise sind hier die... da. Warum gibt es denn hier jetzt Zermürbung? Wir haben doch hier diese Burg eingenommen. Müssen wir dann hier irgendwo anders hin? Vielleicht in diese Baronie vordringen. Hier oben. Da gibt es keine Zermürbung. Dann machen wir das einfach mal. Ja, Festungsstufe 3. Das gibt aber halt auch so wenig Kriegsstand. Das ist das Problem. Nochmal hier oben rein. Na gut, dann machen wir einfach mal weiter. Die kommen hier aber auch kaum voran, ja? Wenn hier unsere Verbündeten, deren Krieg das ja hier eigentlich ist, da mal ein bisschen was leisten würden, dann wären wir schon längst fertig. Eine unerwartete Tragödie. Was ist denn jetzt hier los? Adrian, der meine Tochter als Ehepartner um sich hatte, ist verstorben. All diese sorgfältig geschmiedeten Pläne zerteilt von des Todes launischer Sense. Obgleich solcherlei Beschwerden wohl gering erscheinen, verglichen mit dem Schmerz seiner Familie. Oh nein, wir hatten doch, das war doch hier auch der Erbe. Ja, das war der Thronerbe von Aquitanien. Und jetzt steht sie wieder ohne Verlobten da. Das gibt's doch nicht. Das heißt, wir müssen uns da wieder neu entscheiden. Ruht in Frieden. Wer erbt denn jetzt Aquitanien? Da sollten wir vielleicht mal reinschauen. Woran ist der denn gestorben? Ja, übel zugerichtet. Starb durch einen Behandlungsfehler von Thomas. Okay. Ruht in Frieden. Ja, sie sollte ja Königin werden, soweit ich mich entsinne. Jetzt gucken wir mal.
Oh, ich sehe aber, hier gibt es noch ein weiteres kritisches Ereignis. Nämlich, König Adrian ist eine Hexe. Und das ist ein Verbrechen ihm gegenüber, ja, halt, aber jedem Katholiken gegenüber fast, ne? Das heißt, wir sind ja mit ihm verbündet. Und hier steht jetzt, dass wir nur -2 haben. Aber er ist ein Zyniker und eine Hexe. Also normalerweise müssten wir eine ganz, ganz schlechte Meinung von ihm haben. Und dann kämpfen wir für ihn ja auch noch in diesem Konflikt hier. Und dann wurde unser Bündnis ja hier auch noch fast aufgelöst, oder? Wir gucken mal. Nee, wir sind auch noch weiterhin verbündet, weil Prinz Louis, unser Sohn, hier mit Prinzessin Mahaut von Aquitanien verheiratet ist. Was ist hier der Haupterbe? Prinz Archimbaud, er ist 14. Den könnten wir jetzt allerdings hier nutzen, um dieses Bündnis weiterzuführen. Problem ist halt so ein bisschen, ja, dass der König von Aquitanien eine Hexe ist. Das können wir ja auch eigentlich nicht so stehen lassen. Ist nur die Frage, werden wir da wieder aktiv? Ist das ein Grund, irgendwie sich ja Aquitanien einzuverleiben? Wäre eine Möglichkeit, aber wir haben hier so viele andere Baustellen. Die Bretagne und Afrika. Vielleicht werden wir hier eher politisch aktiv und nehmen da Einfluss und sagen uns, okay, er wird ja hier dann der König und dann haben wir unsere Tochter, die dann mit ihm vermählt wird. Wir werden mal hier die Heirat arrangieren und nehmen wir Prinzessin Alice. Und ja, er wird hier auch annehmen. Das machen wir einfach mal. Denn sobald löst sich dieses Bündnis hier ja sowieso nicht auf, ja. Wenn das Bündnis ja sowieso besteht durch die Heirat unseres Sohnes Louis. Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Dann können wir hier zumindest wieder dafür sorgen, dass unsere Tochter potenziell Königin wird. Und dann werden wir hier mal den Feldzug weiter fortführen. Aber eigentlich jetzt diese ganzen Königreiche um uns herum, die machen nur Probleme. Hier haben wir einen Hexer, die Bretagne, die hier diese Eroberung mit durchführen wollte und Afrika auch noch. Diese Seitenhiebe gegen das französische Kaiserreich. Also, das hätte ich mir insgesamt vielleicht etwas friedvoller hier vorgestellt. Naja, der Kaiser muss jetzt halt mit dieser Situation umgehen. So, und er nimmt natürlich ja auch dieses vorgeschlagene Verlöbnis an. Ja, ich meine, immerhin hatte er dann noch einen Nachfolger. Sodass wir da jetzt gar nicht groß überlegen mussten, ja. Die politische Verbindung bleibt ja die gleiche. Und die Auswirkung auch. So, hier jetzt noch einen Tag. Und ging jetzt auf 100% hoch. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch warten, bis hier der Frieden durchgedrückt wird vom König von Aquitanien. Wir warten jetzt einfach mal ab, wobei wir könnten dieses Heer hier jetzt eigentlich auch schon einstampfen. Ja, jetzt ist es soweit und wir bestätigen das Ganze und werden jetzt hier mal alle unsere Truppen auflösen und auch gleich mal pausieren. So, jetzt ist noch jemand im Kerker gestorben und apropos Kerker, da schauen wir jetzt auch direkt mal hinein. Wir haben jetzt diese ganzen Kriegsgefangenen, müssen aber, oh, 17 Stück. Die Königin Agalina von Burgund. Da könnten wir jetzt natürlich darauf drängen, dass er die hier freikauft. Ja, wir haben ja nicht einen riesigen Groll hier gegen Burgund. Aber so ein bisschen Kompensation für die Kosten, die wir ja auch in dem Krieg hatten, das wäre schon möglich. Machen wir hier einfach mal Lösegeld fordern. Und dann haben wir hier ja noch andere Gefangene. Da gucken wir einfach mal rein. Wer ist das hier? Dobroneva von Bamberg. Eine weibliche Schwertmeisterin, eine Riesin auch noch und eine Bauernführerin. Die kann man hier nur nicht wirklich als Ritter anwerben. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Gut, die lassen wir jetzt aber einfach so frei. Vielleicht hier gegen den Druckmittel. Das ist schon in Ordnung. Dann haben wir hier noch ein paar Kinder. Die können wir auch einfach freilassen. Menendo lassen wir nicht frei. Der muss hier halt im Kerker jetzt verrotten. Dann haben wir noch einen Herzog. Der möchte gar nichts bezahlen, so wie es aussieht. Hat er denn hier kein Gold? Oh, der ist verschuldet. Ja, dann gibt es hier halt auch für einen Gefallen. Hier für 30 Gold. Das geht auch. Bisschen Geld hier wieder in die Kasse spülen. Hier ein schwaches Druckmittel. Da haben wir noch einen religiösen Eiferer. Der ist aber reich. Ah, ein Bürgermeister. Das ist bei denen ja meist der Fall.
bezahlt nur 30. Naja, gut. Besser als nichts. Und noch ein Herzog, Herzog Wilhelm, der bezahlt hier 100. Auch das ist in Ordnung. Simon de Châtillon, was macht der hier in unserem Kerker? Der gehört ja zu unserer Dynastie. Wir werden aber auch einfach ein bisschen hier Gold verlangen, oder? Graf Simon, der Fehler von Sens. Warum ist der hier überhaupt im Kerker? Hat der da irgendwie mitgekämpft? Weiß ich gar nicht. Na gut, hier werden wir, vielleicht werden wir da kein Lösegeld fordern, sondern ihn einfach so freilassen. Wir verlieren da Schrecken. Ach, das machen wir aber trotzdem, das ist nicht weiter wild. Aus dem Kerker entlassen. Roger de Châtillon, auch hier wieder sowas. Es wird ja schon seinen Grund haben, warum der im Kerker ist, oder? Den kleinen Jungen können wir ja noch so freilassen. Hier muss mal ein bisschen was bezahlt werden. An Menu. Loop de Menu. Das ist hier irgendwie ein fähiger Ritter. Ah, klumpfüßig. Hat aber trotzdem hier ein Kampfgeschick von 18. Lösegeld fordern. Ah, der bedenkt schon einen Vorschlag. Dann lassen wir das jetzt einfach mal kurz hier durchlaufen. Oh, da haben wir noch einen Gefangenen. Atrat Abdallahid. Was war denn mit dem? War der schon länger bei uns im Kerker? Jetzt 3 Jahre in Gefangenschaft. Und da könnten wir gucken, dass wir hier eine Bekehrung verlangen. Er müsste aber eventuell hier noch seine Ansprüche aufgeben. Ah, und das hat er nicht getan. Das war das Problem mit 10 Jahren hier. Ja, und Ansprüche aufgeben ist halt wichtig. Ansonsten lassen wir ihn hier nicht frei. Dann muss er jetzt halt noch länger im Kerker bleiben. Und im Zweifel müssen wir ihn dann hinrichten. So, und hier Raimon, überlegt der schon, den machen wir mal so, Bosena, und bedenkt bereits den Vorschlag. Okay, dann lassen wir einfach mal kurz die Zeit hier laufen. Dann dürften die ganzen Meldungen ja jetzt reinflattern. Lebt wohl. Jawohl. Da wird doch jetzt hier ordentlich Gold in unsere Kasse gespült, das ist schon mal ganz gut. Der Krieg hat uns aber auch ordentlich gekostet. Das muss man ja dazu immer sagen. Jetzt gucken wir nochmal rein. Jetzt haben wir hier noch 4 Gefangene. Loop de Menu. Den können wir jetzt hier für 10 freilassen. Bosena einfach gegen ein schwaches Druckmittel. Die ist ja katholisch, das passt schon. Und der bleibt erstmal im Kerker. Gut, dann haben wir das alles eigentlich erledigt. So, nächster Punkt. Die Bretagne und unser Freund König Tugdual. Ja, normalerweise würde ich ihm hier dieses Vasallentum anbieten. Da würde ich sagen, mein Freund oder mein ehemaliger Freund, ihr sollt wissen, wo euer Platz ist. Also diese Aggression gegenüber dem Kaiserreich. Ihr dürft selbst König der Bretagne bleiben, aber müsst hier Vasall des französischen Kaiserreichs werden. Aber er nimmt partout nicht an. Minus 65. Und der Malus ist hier vor allem riesig, da er halt selbst König ist, ja. Normalerweise geht da sowas halt wesentlich besser, wenn wir irgendeinen Grafen oder Herzog dazu nötigen. Aber so ist das einfach nicht möglich. Das bedeutet für mich aber, ich werde hier einen Krieg führen. Ja, hier gegen unseren Freund, aber wir hatten ja gesehen, diese Aggression gegenüber uns, das können wir also einfach nicht dulden. Und ihr müsst euch auch dran erinnern, er selbst hier ist vor allem eigenwillig, ja. Er macht sein eigenes Ding und er hat nur wenig Achtung vor anderen Personen. Er hat da eigentlich gar kein großes Interesse hier an der Bretagne. Aber er kann natürlich nicht dulden, wenn hier das französische Kaiserreich irgendwie zerrupft wird. Und er ist auch diese Konflikte eigentlich leid, kann ich mir vorstellen. Denn eigentlich möchte er ja gegen die Heiden vorgehen. Und wenn er dann irgendwo hier selbst auch unterwegs ist oder seine Heerführer in Nordafrika, dann kann er sich doch keine Gedanken darum machen, ob hier eventuell ein Königreich im Herzen von Europa wieder aggressiv wird. Das möchte er auf jeden Fall vermeiden. Von daher werden wir jetzt hier gegen die Bretagne vorgehen und wir haben ja auch einen Anspruch darauf. Das heißt, wir werden hier einen Krieg erklären und zwar aufgrund der Ansprüche von uns und wählen hier dieses Königreich aus. Moment mal, sind hier jetzt alle ausgewählt? Ja, eigentlich alle. Wir könnten die hier, diese einzelnen Sachen noch rausnehmen. Nein, wir haben ja Anspruch auf alles und werden hier den Krieg erklären. Die Frage ist noch, was hat er hier für Verbündete? Da sollten wir vielleicht nochmal kurz drauf schauen. Verbündet mit Herzogin Anne von Berry. Okay, das ist halt bei uns irgendwo mit drin. Adalbert von Orléans. Okay, er hat keine großartigen Verbündeten. Ja,
Ja, Navarra, das war doch aber hier auch kein starkes Königreich. 1400, die waren ja auch involviert in diesen Krieg, ja. Der ist auch melancholisch unverwundet. Und da werden wir hier keine große Zeit verlieren und werden hier versuchen, die Bretagne in das französische Kaiserreich zu bringen. So, einmal Krieg erklären. So. Und jetzt haben wir hier unserem Freund den Krieg erklärt. Wir werden unser Heer ausheben und das machen wir auch direkt hier in der Nähe. Hier, guck mal, diesen Sammelpunkt werden wir entfernen. Ja, und das sind hier Zeiten des Krieges, muss man sagen. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Wir wählen hier vielleicht Penthièvre auf oder Anjou. Von wo marschieren wir ein? Vielleicht eher hier so in dem Gebiet. So, wo ging das jetzt nochmal? Sammelpunkt hinzufügen. Genau, jetzt machen wir das einfach mal hier. Heben wir jetzt unser gesamtes Heer aus. Das ist noch so eine Geschichte. 10.500 Mann, 46.000 Mann. Ja, das können wir schon machen. Hier alle ausheben. Und dann werden wir nach Möglichkeit in ein paar Tagen, vielleicht sogar in einem Monat hier die Bretagne überrennen. Und da das vor allem so nah hier ist, haben wir gesagt, das ist gar kein so großer Aufwand, all unsere Truppen hier zu sammeln. Und dann machen wir das auch direkt. Und das dauert jetzt natürlich ein wenig. Dann werden wir hier diesen Konflikt ein für alle Mal im Keim ersticken. Da kennt der Kaiser keine Gnade. So. Die heben natürlich jetzt hier ihre Truppen aus. Aber das nützt alles nichts. Wir gucken auch mal, wo unsere Belagerungswaffen jetzt sind. Hier haben wir jetzt unsere 240 Belagerungswaffen. 3 Heere haben wir jetzt hier. Das heißt, wir werden jetzt vorrücken. Wer führt das Ganze an? Herbert, Leibwächter und Befehlshaber von uns. Ja, schicken wir jetzt einfach mal direkt los. Und die anderen Truppen, mit denen könnten wir eventuell... Was ist hier für eine Festungsstufe? Festungsstufe 10. Könnten wir eventuell das Heer hier abfangen. Oder sie sollten sich eventuell erstmal hier sammeln. Das machen wir so. Werden wir hier zusammenführen. Und dann werden wir dieses Heer eventuell hier stellen. Okay, und König Nuno ist diesem Krieg ja auch beigetreten. Aber das sollte eigentlich keine Auswirkung auf den Verlauf des Krieges haben. So, die Frage ist, wo befindet sich unser Freund aktuell? Ja, bei dieser Armee. Das heißt, es wäre gut, wenn wir den gefangen nehmen könnten. So, und jetzt werden wir die Armee hier einmal zusammenführen. Und das führt dann hier Raimon von Sevilla an, unser Ratsmarschall. So, dann wollen wir mal losmarschieren. Mal sehen, ob sie versuchen, hier ihre Hauptstadt zu verteidigen. So, wie lange wird das jetzt hier dauern? 3 Monate. Und Graf Louis II. Ist unser Ratskanzler geworden. Moment mal. Da schauen wir jetzt mal rein. War nicht unser vorheriger Ratskanzler... Weiß ich gar nicht mehr, wer das gewesen ist. Aber der hat sich jetzt hier mit einem Druckmittel wahrscheinlich Zugang verschafft. Glücklicherweise ist er ein durchaus fähiger Diplomat. Aber ja, geschickte Winkelzüge wahrscheinlich hier. Ich meine, mit so einem Diplomatiewert von 19, da kann ich mir schon vorstellen, ja, er ist auch hier ein erfahrener Diplomat. Hat er seine Beziehungen hier spielen lassen, um sich dieses Amt zu ergattern. Aber er ist ein Trunkenbold, ein Flagellant. Er stottert. Gut, das stelle ich mir aber auch hier schwer vor, dann als Ratskanzler. Begabter Diplomat, aber stotternd. Treuherzig, ehrlich und keusch. Das heißt, wir können ihn eigentlich sogar ganz gut leiden. Hm, aber er dürfte hier eigentlich einen mächtigen Grafen verdrängt haben. Ne? Das ist noch das Problem. Oh, auf eine Sache wollte ich noch mal kurz zu sprechen kommen. Das war ein Kommentar gewesen. Ich habe ja hier... dieser einen Person hier diese Grafschaft vermacht und die ist demnach theokratisch geblieben. Ich hätte das Ganze einem Baron, einem dort ansässigen Baron vermachen müssen. Dann wäre dem nicht der Fall gewesen. Aber an die ansässigen Barone, da denke ich immer nicht dran. Ich versuche es in Zukunft wirklich, ja, da mehr dran zu denken, wem ich diese Grafschaften dann vermache und so weiter. Aber manchmal, ich glaube, da waren ja auch
irgendwie eine ganze Liste von 40 Personen, denen ich das hätte vermachen können. Da war ich dann einfach ein bisschen überfordert. Okay, also, die Belagerung, 3 Monate. Und wir können sogar noch hier einen Lebenswandelvorzug freischalten. Das ist ja hervorragend. Dann schauen wir mal, was wir hier als nächstes haben. Wir machen natürlich hier weiter in der Kategorie des Theologen. Strahlen, Frömmigkeitsstufen, Auswirkungen plus 100%. Dann wählen wir das doch direkt mal aus. Und was sind denn diese Vorzüge? War das nicht immer eigentlich nur mehr Frömmigkeit und eine höhere Meinung bezüglich der anderen Katholiken? Wir gucken mal hier rein. Katholische, kirchliche Meinung plus 60 ist immer nur dieser Effekt. Ja, und der war dann davor wahrscheinlich bei plus 30. Ja, alles klar. Also bei Katholiken kommen wir gut an, kamen wir ohnehin schon, aber jetzt ist das nochmal ausgeprägter. Können wir hier unseren Freund stellen? Sieht nicht danach aus. Ja, wir schinden ja auch nur ein bisschen Zeit. Wie lange dauert hier so eine Belagerung ohne Belagerungsgerät? 2 Jahre, das ist natürlich nichts. Können wir hier noch weiter verfolgen, ohne Zermürbung zu erleiden? Es sieht danach aus. Gern würde ich hier noch diese Armee abfangen. Ja, und hier werden sie jetzt nicht mehr fliehen können. Wir werden es schaffen. Und wir können hier den König stellen. Angeführt ist aber die feindliche Armee hier von Prinz Ademar Mabtukdual. Das ist doch der Sohn sogar hier von unserem Freund. Ja, genau. Und der müsste aber hier auch direkt mit in der Schlacht anwesend sein. Und ja, das könnte jetzt genau gut ausgehen, dass wir diese Belagerung hier gewinnen und ihn eventuell sogar noch gefangen nehmen. Oder den Sohn. Möglich wäre es auf jeden Fall. Und dann müssen wir natürlich schauen, wem vermachen wir die Bretagne? Gibt es überhaupt die Option, dass wir das unserem Freund zurückgeben? Wollen wir das überhaupt? Ja, das aber alles dann in der nächsten Folge. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin.